Jetzt kommen wir zu einem interessanten Part. Es geht nun um die Mädchen. Girls, 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 girls. Die erste Frage zu den Mädchen. Wie sieht Robert den Unterschied zu europäischen Frauen gegenüber Thai-Frauen generell? Du wirst ja nicht, aber natürlich alle Klischees kannst du hier bedienen. Das heißt, was die Leute sich immer so im Kopf vorstellen, auch genau das wirst du hier finden. Die Frau, lass mich mal global für alle Thai-Frauen reden, ja, sind deutlich unterschiedlicher als europäische Frauen, die ich kennengelernt habe. Zuverlässig, treu, häuslich, also so klassische Tugenden, das wird hier gerade in Pattaya schwierig werden. Warum? Das ist halt eine Stadt, wo hier geht's nur um Geld. Das heißt, wenn du hier ein Mädel kennenlernen möchtest, die wirklich als Ehefrau taugt, die mit der du für immer zusammenbleiben willst, mit der du eine Familie machen willst, mit der du heiraten willst, da musst du schon verdammt viel Glück haben. Und es gibt natürlich auch Millionen und Abermillionen von diesen Geschichten, wo dann halt der Ausländer wieder reingefallen ist. Ne? Du bist hier als Single hierher gekommen. Bist du noch immer Single? Ja, also ich zum Beispiel, ich schaue immer so ein bisschen vorsichtig. Und wenn dann ein Mädel schon ankommt, ja, der erste Tag, ich brauche so viel Geld, ich brauche das und das, das ist, glaube ich, nicht so die richtige Basis für eine Beziehung, sondern du musst dann halt schon länger suchen und vielleicht auch, was ich gerade gesagt habe, rausgehen aus Pattaya, wenn du was Ernsthaftes suchst. Aber du kannst hier mit den Mädels jede Menge Spaß haben, die sind extrem aufgeschlossen. Spaß ist ein wichtiger Faktor. Wie siehst du den Spaßfaktor? Was kosten die Mädels für den Spaß denn hier so? Du kannst natürlich Glück haben, dann geht das Mädel auch mal mit dir, wenn sie Lust und Zeit hat, umsonst mit. Wenn du jetzt natürlich auf die Bars ansprichst, dann kannst du dort auch rechnen, dass du erstmal eine Auslöse bezahlen musst. Barfein, also ich habe so zwischen 300 und 500 Thai-Baht gehört. Das kommt immer auch ein bisschen auf die Verhandlung an und je nachdem, wo du hingehst. Wenn du das Ganze jetzt auf The Walking Street oder sowas versuchst, was so für die Touristen eher gemacht ist, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen teurer werden. Es gibt aber auch viele schöne kleine Bars, wo die Mädels auch vielleicht auf ihre eigene Rechnung dann arbeiten und dann nimmst du. Wo Mädels dort sind, wo man keine Barfein bezahlt. Bambu-Bar! Bambu-Bar, sie sitzen die Mädels dort und da sind keine Bar-Mädels. Aber die sind zum Mitnehmen dort. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Bambu-Bar kann ich empfehlen. Bis zu einem Altersheim von Pattaya. Wenn einer jung ist, 65 Jahre von den Männern. Aber wurscht. Das heißt, wenn sie nicht so tolle Männer seid wie der Robert, nicht so hübsch seid, vielleicht 150 bis 200 Kilo habt und schon 80 Jahre alt seid, hier findet man immer etwas. Ja, was kosten jetzt solche Mädels, wenn man die einen Tag mitnimmt? Das ist dann LT Long Time. Ja, das ist natürlich auch wieder unterschiedlich. Ich habe jetzt, manchmal nehme ich mal eine für den ganzen Tag mit, wo bitte dann ganz schnell nervt, weil die dann auch wieder reden will und weil die viel zu viel rummachen will. Aber ich habe bisher so 3.000 bis 5.000 Thai Baht dafür bezahlt für 24 Stunden. Dann kannst du mit dem Mädel vielleicht noch was essen gehen oder so. Dann hast du halt das Mädel 24 Stunden an der Backe, am Hals, je nachdem, wie du das sagen willst, wa? Da ist vielleicht Short-Time besser, ne? Das ist eher so meins. Wenn ich auf die Piste gehe, dann ist es eher mehr Short-Time. Wo denn was kostet Short-Time? Also ich habe jetzt letztens so bezahlt, 1.000 bis 2.000 Thai Baht. Kommt halt ein bisschen drauf an, wie das Mädel aussieht, wie alt sie schon ist, was ihr dann auch vielleicht zusammen machen wollt. Weiß nicht, wenn du dich da dominant durchs Wohnzimmer prügeln lässt, kostet vielleicht ein bisschen weniger, als wenn du da 2 Stunden mit ihr... Also der hat wieder Fantasien. Ja, in dem Alter kannst du vielleicht nicht mehr so 2 Stunden durch die ganze Hütte dich da vergnügen, sondern musst du vielleicht schon ein paar extremere Reize haben. Wer weiß das schon? Wer weiß das? Er hat gesagt, 3.000 bis 5.000 Thai Baht für einen Tag. Also ich kenne schon sehr viele, die kriegst du für 1.000, 1.500, 2.000. Aber vielleicht das ist das die Kategorie eher günstig und nicht mehr so den tollen Style. Das hat ja auch ja nichts mit der Geld zu tun. In der Regel schaue ich immer erst, passt das von der Chemie her. Boah, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte unbedingt die 22-Jährige haben, dann ist das vielleicht noch ein Unterschied, wenn du sagst, okay, die 52-Jährige tut's auch. Ja, diskutieren und freies Handeln kann man immer, ne? Würde ich aber nicht übertreiben. Weil irgendwann ist dann das Limit auch weg, wo du sagst, okay, dann macht es keinen Spaß. Und wenn sie denn mit dir mitgeht, dann hast du vielleicht eher einen großen Reinfall, als wenn du sagst, naja, okay, dann lass mal das lieber Mädchen und such mir die nächste. Genau.
Was macht ein junger Rentner den ganzen Tag hier im Parterre? Wann stehst du auf? Was machst du den ganzen Tag und wann gehst du ins Bett? Ja, für das Video hier heute musste ich extra früh aufstehen, wa? Weil das ist 9 Uhr Ortszeit, das ist eigentlich noch gar nicht meine Zeit. 9 Uhr haben wir gesagt. Also ich weiß, wir sind Frühaufsteher, aber ich muss immer schon um 6 Uhr aufstehen, weil ich meine Kryptoanalyse mache. Jedes Mal 1 bis 1,5 Stunden, da bin ich schon zeitig dran. Und darum 9 Uhr heute schon das Interview. Also. Ja, das Thailand-Leben für mich fängt hier eigentlich ziemlich spät am Tag an. Ich versuche so zwischen 12 und 1 Uhr aus dem Bett zu gehen. Dann ein bisschen Frühstück, Fitnessstudio, vielleicht eine Runde schwimmen im Pool. Weil selbst wenn die Leute mal sagen, okay, das Essen hier ist gesund, man wird trotzdem dick, weil man einfach nicht so viel tut und sich bei der Wärme auch nicht so viel bewegt. Ne? Muss ich ihm gleich mal recht geben. Die letzten beiden Male, wo ich hier war, habe ich jedes Mal 5 bis 8 Kilo zugenommen. Und natürlich, man bewegt sich weniger, weil es so heiß ist. Da hat der Robert vollkommen recht. Du hast ja Zeit. Es gibt nichts, was du heute unbedingt machen musst. Wichtig natürlich, klar, solche Sachen wie Miete bezahlen, sich um sein Visum. Das kommt ja eh nur einmal im Monat. Das machst du einmal im Monat, das ist das Einzige, was so feste Punkte sind. Und der Rest, den machst du einfach so den Tag so ein bisschen rumzubringen. Ich mach zum Beispiel gerne ein bisschen Spaziergänge. Ich kann an den Strand gehen hier. Zwar ist jetzt der Strand hier bei mir auf der Ecke, so Pattaya, ja, in der Nähe vom Central Festival. Nicht so, dass du nur deine Ruhe hast, aber wenn du das willst, gehst du rüber nach Nha Clue oder nach Chom Chen und schon hast du da ein bisschen deine Ruhe und da kannst du wirklich weit laufen. Geht dann auch nicht darum, dass du da unbedingt schaust nach den ganzen Bikini-Mädels. Unter uns gesagt, Charlie, das meiste, was du da siehst, willst du nicht anschauen. Aber du hast da deine Ruhe, du kannst da ein bisschen auch entspannen, kannst dir auch vielleicht mal ein Buch mitnehmen und so weiter. Das Wetter. Ja, ja. Aber die hübschen Mädels hast du natürlich hier abgegriffen für deinen Kanal schon. Das ist klar, ne? Na, so viele hübsche Mädels habe ich nicht abgegriffen. Wenn ihr euch die Tellerfschaffen anschaut, da gibt's noch einiges, was wir zu tun haben. Ja, das ist ja auch eins von den Klischees, was immer die Leute so denken, dass du den ganzen Tag nur mit den Mädels zusammen bist, von früh bis spät. Natürlich, alles super jung, super hübsch, tolle Figur, tollen Charakter. Vergiss das einfach. Wenn du eine gewisse Zeit hier lebst, dann merken die Mädels das auch und die wollen dann auch von dir nichts mehr. Weil sie merken, du bist von hier, du lebst schon hier, du bist kein Tourist, der nach 2 Wochen wieder abzieht. Und dem man auch damit entsprechend Geld irgendwie noch was ausnehmen kann. Wenn du hier lebst, dann bist du viel bedachter mit den Ausgaben, die du machst. Dann schaust du doppelt und dreifach hin, ob du mit den Mädels überhaupt ins Gespräch kommst oder ob du mal hingehst. Weil du halt immer im Hinterkopf haben musst, könnte morgen immer wieder zu Ende sein. Das ist nichts, wo du sagst, okay, jetzt bleibe ich wirklich hier für immer. Das wird sich nie wieder verändern. Und wenn sich hier politische Dinge ändern, wenn sich Visabestimmungen ändern, dann kann das ganz schnell gehen, dass du hier aus dem Land wieder gehen musst. Und dann ist es schwierig, wenn du hier viel zu feste Beziehungen hast. Ne? So, und wenn du dann Eigentum hast, was passiert dann? Ja, das weiß ich nicht. Aber das wäre mir halt einfach so aus meinem persönlichen Gefühl viel zu risikohaft behaftet. Was passiert denn, wenn die sagen, okay, du brauchst im Monat ab nächstes Jahr 3.000 Euro an Rente, um hier ein Visum zu bekommen? Ja, dann bist du raus, dann bin ich auch raus und dann kannst du dir mal ein neues Leben wieder anfangen. Ja? Ich glaube nicht, dass die kommen mit 3.000 Euro. Ich kenne Leute, die schaffen das sogar für 1.000 Euro hier leben zu können. Vielleicht sind sie auch immer nur einen Monat da und da verlängern das Visum, dann sind sie wieder zu Hause. Ich meine, der Robert, der übertreibt ein bisschen mit den Summen, die er hier aufruft. Er gehört anscheinend zu denen, die ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben.